Ja, guten Tag. Ich darf Ihnen auch erstmal ein gutes neues Jahr wünschen. Es ist leider so, dass wir immer noch keine Regierung haben oder keine in Aussicht haben, sondern das noch ein bisschen gehen wird. Heute beginnen ja die Sondierungsgespräche mit dem Thema Europa. Ich persönlich erwarte nicht, dass eine andere Europapolitik zwischen SPD und CDU verabschiedet wird, zumindest keine grundlegend andere, bei der man nicht andere Staaten in den Ruin spart oder die unsägliche Austeritätspolitik verändert. Aber was man eigentlich erwarten müsste, wäre, dass doch angesichts der Weltlage, wir wissen nicht, was mit Nordkorea und USA passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da kurz vor einem Krieg stehen, aber wenn sich zwei Länder so hochschaukeln und der Trump ständig droht, könnte ja die Gefahr bestehen, dass man aus dieser Drohung auch irgendwas mal machen muss. Oder die Situation im Nahen Osten. Würde man doch erwarten, dass wenigstens formuliert wird, dass Europa wieder eine Friedensmacht werden muss und nicht eine Aufrüstungspläne verabschiedet oder keine Interventionsarmee aufbaut, sondern diesen Herren in die Arme fällt und dafür sorgt, dass wirklich offensive Friedenspolitik gemacht wird. Damit könnte sich die SPD im Übrigen profilieren und damit könnte sich auch eine große Koalition profilieren. Was sonst passieren wird, werden wir alle hochgespannt sein. Natürlich wird die SPD versuchen, Zugeständnisse zu bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir es hier mit zwei doch mehr oder weniger ausgelaugten Parteien zu tun haben, die eine große Koalition miteinander machen. Die SPD müsste sich eigentlich erneuern. Die CDU ist auch eigentlich eine erschöpfte Partei. Merkel hat keinerlei Visionen, es geht ihr um ein Weiter-so, es geht ihr darum, die Macht zu behalten und sie wird nur ausloten, welche Zugeständnisse muss ich machen, damit die SPD in eine große Koalition eintritt und welche Zugeständnisse kann ich meiner eigenen Partei und der CSU zumuten. Also, dass hier große Entwürfe rauskommen durch eine neue große Koalition, dürfen wir nicht erwarten und es wird auch nicht passieren. Es wäre aber dringend notwendig. Wir haben tatsächlich in dieser Gesellschaft Riesenprobleme, die einer Lösung bedürfen. Zum Beispiel die zunehmende Altersarmut. Wir bräuchten dringend eine Rentenreform, die diesen Namen verdient und die Leute keine Angst mehr haben müssen, in die Altersarmut zu gehen oder ihren Lebensstandard zu verlieren, wenn sie in Rente gehen. Wir bräuchten dringend ein Programm gegen Kinderarmut und Armut. Wir haben es heute wieder gesehen, die Zahlen sind gestiegen. Wir bräuchten dringend ein Programm gegen prekäre Arbeit. Was nützt der höchste Stand an Beschäftigung, wenn der Niedriglohnbereich weiter wächst und wenn die Menschen von ihrer Arbeit nicht vernünftig leben können, geschweige denn eine lebensstandardsichernde Rente ansparen können? Wir haben doch einen jammervollen Zustand in der Bildung. Also wenn attestiert wird, dass jedes fünfte Kind nach der vierten Grundschulklasse nicht lesen kann, und das ausgerechnet natürlich die Migrantenkinder und die sozial Schwächeren sind, dann ist doch das eine Bankrotterklärung für dieses Bildungssystem. Da müsste dringend Geld in die Hand genommen werden in Bildung, Erziehung, in Pflege. Wir haben 100.000 fehlende Pflegekräfte, wir haben 30.000 fehlende Lehrer, wir haben 70.000 fehlende Erzieherinnen. Da müsste man einen Sprung nach vorne machen. Es gibt also viel zu tun. Von der Großen Koalition erwarte ich keine grundlegenden Lösungen, sondern höchstens kleine Korrekturen. Aber das bedeutet eben auch, dass für die Linke genügend Stoff da sein wird, linke und klare Oppositionspolitik zu machen. Die SPD hätte sich können durchaus einige Anleihen bei uns nehmen, wie man eine Rentenreform macht, wie man eine Steuerreform macht, wie man Investitionsprogramme in Bildung, Erziehung und Gesundheit macht. Wir haben erlebt, dass die IG Metall heute zu ersten Warnstreiks aufgerufen hat bei der laufenden Tarifrunde. Das wurde heftig kritisiert von den Arbeitgeberverbänden. Wir, die Linke, sagen, die IG Metall hat vollkommen recht. Die Forderung von 6% Lohnerhöhung ist nicht übertrieben, sondern dringend notwendig. Wir haben genügend Spielraum, die Löhne deutlich zu erhöhen. Es wäre vielleicht sogar noch besser gewesen, Forderungen zu stellen, die die unteren
Lohngruppen stärker bedienen, weil dort ist am meisten im Argen. Die in dem unteren und mittleren Bereich sind, haben ja zum Teil in den letzten 10 Jahren rückwärts gemacht. Aber auch volkswirtschaftlich ist dringend notwendig, praktisch den Binnenmarkt zu stärken und dafür zu sorgen, dass die Menschen an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben können. Ich habe also gar kein Verständnis für die Kritik der Arbeitgeberverbände, die sich ja schon die ganzen Jahre über die Taschen vollgemacht haben mit riesen Gewinnsprüngen, die zum großen Teil nicht mal investiert werden. Und das Zweite ist, dass die IG Metall eine arbeitszeitpolitische Forderung erhebt, nämlich insbesondere für Schichtarbeiter oder für Menschen, die eben Kinder erziehen oder Verwandte pflegen, dass die vorübergehend in kürzere Arbeitszeitmodelle gehen können. Auch das wird von den Arbeitgeberverbänden heftigst kritisiert. Ich glaube, die befinden sich dort im vorigen Jahrhundert. Es ist höchste Zeit, dass wir eine Veränderung der Arbeitszeitpolitik kriegen, und zwar im Sinne der Beschäftigten. Sie sollen stärker Leben und Arbeiten in Übereinstimmung bringen können. Und das ist schon längst nicht mehr der Fall. Wir sehen, dass zig Überstunden gemacht werden, die Entgrenzung von Arbeit zunimmt und für immer mehr Menschen es fast unmöglich ist, Arbeiten und Leben in Übereinstimmung zu bringen. Gleichzeitig haben wir immer mehr Menschen, die unterdurchschnittlich arbeiten, strukturell unterbeschäftigt sind mit unfreiwilliger Teilzeitarbeit und Ähnlichem. Deswegen wäre politisch eigentlich noch ein sehr viel weitergehender Entwurf notwendig, nämlich dass wir wirklich ein neues Modell der Normalarbeitszeit entwickeln, das eher um die 30-Stunden-Woche kreist und wo es tatsächlich so ist, dass die einen mehr arbeiten und die anderen weniger, aber alle von ihrer Arbeit leben können und alle arbeiten und Leben in Übereinstimmung bringen können müssen. Deswegen unterstützen wir die IG Metall in ihrem Kampf, weil es ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Politisch wollen wir sehr viel weitergehende Konzepte durchsetzen. Noch ein kurzer Nachtrag zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Entschuldigung, ist ja auch ein wirklich schwieriges Wort. Selbstverständlich haben wir nichts dagegen, wenn die unerträgliche Nazi-Hetze aus dem Internet verschwinden würde. Doch dieses Gesetz mit diesem unaussprechlichen Namen und auch grob irreführenden Namen erreicht genau das Gegenteil. Denn das Gesetz trifft stattdessen die, die Nazi-Hetze kritisieren oder parodieren, und wird zum Instrument gegen die Meinungsfreiheit. Vielleicht geht Bundesjustizminister Heiko Maas ja durch die Löschung seines eigenen Tweets ein Licht auf, wenn man Nazis, Rassisten und andere Hetzer nicht mal Idioten nennen darf, läuft wirklich grundsätzlich etwas falsch, hat er gesagt. Er würde Gefahr laufen, dass dieser Tweet dann gelöscht wird von den Internetkonzernen. Und wie kann man ernsthaft auf die Idee kommen, amerikanische Internetkonzerne mit der Strafverfolgung zu beauftragen? Konzerne, die bisher eher an nackten Brüsten als an Hakenkreuzen und Holocaustleugnung Anstoß genommen haben. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Strafverfolgung gehört in die Hände der Justiz und nicht in die Hände von privaten Plattformbetreibern, die nach Kassenlage und damit zumeist für die Löschung entscheiden werden. Die Linke hat im Übrigen als einzige Partei geschlossen diesem Gesetz widersprochen und nicht zugestimmt. Wir begrüßen das, wenn natürlich jetzt weitere Parteien folgen und wenn die Debatte wieder aufgerollt wird, weil in der Tat dieses Gesetz nicht geeignet ist. Lassen Sie mich zum Schluss noch darauf hinweisen, dass wir am Freitag unseren Jahresempfang der Partei veranstalten und am Samstag Gremiensitzungen haben, die am Anfang auch interessierten Pressevertretern offen stehen. Dort wollen wir unseren Fahrplan für dieses Jahr beschließen, den die Partei vorhat, zumindest mal bis zum Parteitag im Juni. Wir haben viel vor und wir gehen als Linke sehr optimistisch in das Jahr 2018. Wir haben im letzten Jahr so viele neue Mitglieder gewonnen wie seit unserer Gründung nicht mehr. In der Tat werden wir attraktiv für neue Mitglieder. 8.000
neue Mitglieder hat die Partei dazugewinnen können. Das ist enorm und zeigt, dass wir eine attraktive linke Partei sind. Und wir haben, wenn wir das richtig errechnet haben, im Westen den geringsten Altersdurchschnitt aller Parteien, weil nämlich in der Tat sehr viele junge Leute zu uns kommen. Wie gesagt, wir sind optimistisch, dass wir einen guten Fahrplan, gute Themen, ein gutes Programm für die Arbeit in diesem Jahr haben. Und mir ist auch nicht bange, dass wir nicht genügend gehört werden, wenn es zu einer großen Koalition kommt. Im Gegenteil, wir werden die einzige Partei sein, die diese große Koalition von links kritisieren wird.